Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim mit Mods. Ja, wir waren hier in Torvalds Höhle gewesen und gehen weiter gleich zur Torvalds Kreuzung. Aber ich habe ein bisschen gecraftet und dadurch ein Level abbekommen und das machen wir jetzt schnell noch. So, und lasst uns mal schauen. Ja, doppeltes Mana wäre ganz gut. Nehmen wir noch Magicka. Ja, bitte. So, wir wollen erstmal den Bogen weiter aufbauen. Mal gucken, wo er ist. Archery, das könnte man als Bogen übersetzen. So, ich habe mir auch schon die Pfeile angeschaut, die man hier jetzt herstellen kann. Das hat mir letztens abgebaut. Die sind nicht schlecht, aber das Material dafür ist echt krass. Das brauchen wir jetzt so. Hier brauchen wir das 90 Archery, das heißt, da kommen wir jetzt noch nicht sinnvoll weiter. So, wie sieht's aus? Ranger, can move at full speed with a thrown bow. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Oh, Jusitz, Toast, nö, brauchen wir nicht. So, Attack Everything Fast with an Frost for 10 Seconds. Ach. Das verstehe ich nicht. Attack 8% faster with Bows and Crossbows for 10 Seconds after shooting a fully drawn bow. Ach, okay, man schießt immer schneller. Okay, das ergibt Sinn. Can draw a bow, reload a crossbow 30% faster. Ja, das ist okay. So, wir sind hier schon hingegangen. Snipes, shooting targets, you haven't shot within the past. Mhm. Jetzt können wir direkt Hawkeye machen. Once a day, slow time, focus on your foes for 10 seconds, looking for finds hex 1 second patterns. Wir bauen das mal aus. Ich finde es prinzipiell interessant. Ob das allerdings aktiv ist, muss man kurz schauen. Ich kann es mir jetzt nicht vorstellen. Ja, unter was würde das wohl laufen? Kräfte? Beast Song Hawkeye. Kann man das jetzt irgendwie aktivieren? Ist der immer aktiv jetzt? Hoch, falsch rum. Boah, so, so, meine Güte. Schauen wir mal, ich glaube nicht. Ich glaube, dass das passiv ist, wenn man den aktiv setzt, kommt er von alleine. Ja, das ist wie eine Ausrüstung in dem Sinne. Die ist praktisch, die lassen wir jetzt einfach an, stellen aber hier auf aus, auf das nicht mehr da ist in dem Sinne, so aktiv, aber alles klar. So, das hat jetzt schon 3 Minuten wieder Zeit gefressen. Jetzt gehen wir jetzt weiter. Einmal pro Tag, das ist dann eher zufällig, aber ist okay. So, ganz schön stürmisch hier. Steht jemand, ein Farmer, seht ihr den? So, wir wollten hier eigentlich auch ein bisschen Zauber trainieren. Ist der links oder rechts besser? Wo ist eine Drachendolch? Nehmen wir den mal rechts und links den Zauber. Ich glaube, das ist einfacher. Okay. Geht nicht so, wie ich wollte. Was soll denn? Ah, jetzt hat er uns schon entdeckt. Warum er uns entdeckt hat, kann ich euch nicht sagen. Scheint hat er einen guten Blick. Ja, komm, stirb. Haha. So, hat mich natürlich ein bisschen leer gemacht auch. Das heißt, wir können jetzt wieder Zeug mitschleppen. Mal sehen, wie lange. So, wow, das sind Ausrüstungsgegenstände. Halleluja, Leute. So. Ja, wir gucken jetzt einfach mal hier runter. Ich erwarte jetzt hier nichts krass Spannendes. Oh, ich bin nicht enttäuscht worden. Meine Erwartung wurde erfüllt. Ich habe nichts Spannendes erwartet. Da war nichts Spannendes. Einzige Sache ist halt die, dass ich immer den Kerzenschein passiv wieder anmachen muss. Damit wir ein bisschen was sehen. Ja, wo wir uns entdeckt haben soll. Spring. So hoch ist es doch nicht. Okay, der Kollege scheint das länger tot. Ausgeblichenes Tagebuch. Wieder vom Ausbruch des Roten Berges geträumt. Wie Menschen davonliefen, während gewaltige Flammen Felsen vom Himmel fielen. Kann immer noch den ausgestreckten Arm meines Bruders sehen, wie er versuchte, den Schlickschreiter zu erreichen und direkt in das kochende Wasser hineinlief. Nicht nur Wawadenfell, ganz Morrowind wurde von den Felsen getroffen. Es gibt keine Arbeit und unter der Asche wächst nichts Essbares. Wir wollen unser Glück im Himmelsrand versuchen. Okay. Bist nicht weit gekommen, du armer Kerl.
Auch wenn ich von euch so viele habt. Wir wollen irgendwann auch Alchemie vollkriegen. Erstmal gucken, ob jemand ist. Da ist eine Stolperfalle. Zack. Da hätte uns einer ganz lieb geschubst. So, und hier bauen wir noch ein bisschen Quecksilber erstmal ab. So. Dauert immer eine Weile. Ist da eine Sackgasse hier? Lebt hier jemand? Scheinbar ist das alles safe. Geld nehmen wir doch gerne. Schwaches Gift. Falmohren. Ja, geht gerade noch so durch, der Dolch. Stopp. Hier kämen wir weiter hoch. Hier ist ja verschlungen, die Höhle. Eigentlich wollen wir mal rechts gehen. Schlacht am Roten Berg lege ich jetzt nicht durch. Also sie sind schlecht geschrieben, nicht, dass man das falsch versteht jetzt, aber ich jedes Buch vorlese, von denen ihr vielleicht schon die Hälfte kennt oder euch gar nicht so sehr für die Geschichte interessiert, ist das nicht so besonders. Die lese ich dann lieber für mich. Weil gibt es halt haufenweise, ne? Also jetzt als Erstkanzler in dem Sinne könnte man bei der Bibliothek dort haufenweise lesen. Was man aber immer lesen sollte, wäre es in Tagebücher und Journale, alles so ein bisschen was mit Missionen zu tun haben könnte. Ist jetzt allerdings auch meistens nicht extremst wichtig, aber oft hilft schon ein bisschen. So, die sind beschädigt, damit können wir eh nichts Sinnvolles anfangen. So, hier muss wohl jemand Bibliothekar gewesen sein. So viele Bücher, wie der mitgeschleppt hat. Oh, der Balancier ist wirklich kein wertvolles Buch. Die meisten haben jetzt die 5 Hoppla, da ging das Licht aus. Zack. So, beschädigte Bücher brauchen wir nicht. Großer Sack mit Kartoffeln. So, dann kommen wir zum Spannenden der Truhe. Experte. Da muss ich mir so ein bisschen Mühe geben. Ja, die ist schwer. Gucken wir mal. Dauert jetzt einen Moment. Experte, da muss ich noch mehr Mühe geben. Perfekt. Conjure Kikrim. Summon the Deathric Wall of Mount Kikrim. Ach. Ist eine coole Sache im Prinzip. Wow, ist das wertvoll. Ich bin auch nicht so der Fan für einmalige Rollen, wenn man selber was machen kann. Jetzt muss ich noch einen Blick auf die Karte, weil sonst laufe ich hier komplett im Kreis. Das hat mir jetzt nicht ernsthaft geholfen, gebe ich zu. Eigentlich wollte ich nur rechts laufen. Nur gehebt so viele Wege. Huch. So, kleiner Moment, von hier kamen wir. Hier habe ich mich für links entschieden, hätte ich nicht machen sollen. Die Frage, gut, böse? Da sie mich nicht angreift, kann ich mit dir reden. Geht zum Moment nicht weiter? Okay, nur zurück. Lehrling, mach mal. Ja, noch ein Stückchen zur Seite. Zack. Zerflattertes Tagebuch. Okay, dann war das bestimmt von ihr. Hören Geräusche in der Dunkelheit. Alles erscheint viel lauter und es ist schwierig, bei dem Schluchzen einzuschlafen. Matras halluziniert inzwischen schon vor Hunger. Sagt, sie habe gesehen, wie ein weißer Elf uns aus den dunklen Ecken des Tunnels angestarrt hätte. Früher einmal Kampfmagier und versuchte sie aufzuhalten. Verursachte einen Einsturz, durch den einige entfliehen konnten, doch wir saßen diesen Kreaturen in der Falle, halten uns jetzt gefangen. Hoffnung auf Flucht aufgegeben. Okay. Aber sie haben ja schon ein bisschen Gold gelassen. Ja, gut. So ein starker Stab ist hier. Krasse Sache. Zack, Falmerfeier. Falmerfeier. Ja, guck. Gucken wir mal. Sack rein. Nix. Tuatma. Okay. Das ist eine perfide Angewohnheit von mir, dass ich den Dungeon immer komplett erkunden will.
Man könnte ja was verpassen. Tatsächlich geht das bei Skyrim sogar im Prinzip. Man kann es auch wieder zurückgehen. Ah, Fall mal, mehrere. Wir schleichen uns gekonnt zurück. Da haben wir einen wunderschönen Bogen. Ah ja, ich muss erst. Ich muss ja erst. So, und dann kann ich. Aber hier ist noch irgendwo einer. Ein kleines Auge haben wir noch. Ach, da. Hi. Ja, ganz cool. Chillen Runde. Berührung des Todes reicht, oder? So, und dann noch das. So. Jetzt so gut wie vorbei. So, dann machen wir noch schnell den Kerzenschein wieder an. Zack. So, fallen wir Ohren. Gift, Gold, Heilung. Puh, geht. Immer sehr schwer, die Rüstungen. Ich meine, bei den Falmer, dass die eher leicht gerüstete Wesen sein sollten. Oh, eine Meistertruhe. Ach du Heilige. Puh, okay. Ja, nicht wundern, das waren wieder Leute, die jetzt schon draußen böllern. Für die Silvester noch nicht vorbei. Gucken wir mal. Ist nicht ganz einfach, Meistertruhen. Komm schon, komm, komm. Ja. Okay, Elfenschild ist okay, Geld. Für einen Walerstein ist schon geil, aber man kriegt irgendwie immer nur mangelhafte. Was ich seltsam finde. Wahrscheinlich, weil die Mangelhaften schon stark genug sind. Wahrscheinlich sind die anderen gar nicht im Spiel drin, deswegen. So. Okay. Pilze sammeln. Gold, Zauber und Heilung. Armor, Pfeil. Das wäre das nicht so gut. Hatten wir nicht drei gehabt? Der stand hier oben irgendwo rum, ne? Na ja, schon viel. So. Irgendwelche davon werden wir irgendwo pflücken können. Sehr gut. Tränke sind im Prinzip immer nicht schlecht. Gewicht 2,5, das ist ein Dolch. So. Da geht's auch nicht mehr lang hier, ne? Alles klar. Liegt hier irgendwo wahrscheinlich, oder? Auch nicht. Hm. Naja, ist nicht so wichtig. Ist nicht so, dass sie in der Regel was drucken, was wichtig wäre. Ist das eine Druckplatte? Nein. Ich kann drauf laufen, ohne dass was passiert. Ach, da. Da ist er. Ach, man hat hier hochgeschossen im Prinzip. Alles klar. Das ist so ein Falmer-Ding, wo die dann rauskommen. Oh, schöner Treffer. So. Ja. Geht gerade so. Natürlich. Geht auch, okay. Bitte, Kerzenschein. Danke. Gold, kleiner Sehenschein. Eben Erzkriegshammer. Er ist ja nicht schlecht, aber er ist schwer, Freunde. Uiuiui. Achso, hier ist dann das Tor oder die Tür. Wenn ihr nebenbei leveln wollt, rate ich euch, wenn ihr jetzt nicht mit Mod spielt, immer wieder Schleichen zurückzusetzen. Das kriegt man passiv immer hoch. Es bringt einen riesen Vorteil, keine Frage, und das ist natürlich schade, wenn der erstmal weg ist, aber das kriegt man relativ gut immer hoch. Oder ihr lasst euch oft kloppen, dann könnt ihr auch auf Rüstung gehen, das ist auch eine Variante. Ein Skiver. Und da flog er kurz. Na. Da, jetzt hat ihn gerade. Gerade wo ich aufgeben wollte. Okay. Oh, links oder rechts, ne? Links geht's nicht gut.
Das ist schön, wenn eine Entscheidung abgenommen wird. Na ja, komm, nehmen. Nimm zwei oder drei, aber nimm. So, ich könnte jetzt etwas kommentieren. Das Problem ist, es gibt nichts zum Kommentieren. Wir sammeln Pilze. Wow, hier gibt es echt viele. Steht hier irgendeiner rum? Okay. Tja, vielleicht haben sie ihn beerdigt oder so. Konnte man jetzt nicht genau erkennen. Sie hat da irgendwas am Tisch gemacht, wo die Leiche liegt. Oh, ja. So. Karte, für die wir ein Klassdeutsch eintauschten, ist eine Fälschung. Wir können den eingezeichneten Pass über die Berge nicht finden. Hätte es mit Rift versuchen sollen. Vor dem Sturm Zuflucht in Ruinen. Traten auf einen Druckplanschalter und waren drin gefangen. Okay, das sollten wir vermeiden. Gildren sagte, er hätte auch gehört, dass die Zwergenstraßen, die unter den Bergen entlang führen, müssen es versuchen. Okay. So, gucken wir mal, was hier so ein bisschen gibt. Nee. Wo ist verkohltes Giverfell? Eine Zutat? Ich glaube ja. Nehmen wir deswegen mit. Da war, glaube ich, irgendwas von Skifas, konnte mal den Schwanz oder wenn jemand sie gegrillt hat, das Fell bekommen, wenn ich mich täusche. Ich glaube, das war so. So. Man meint, ist das, was ich meine? Die kommen ja gerne mal rausgesprungen. Was verfehlt? Boah, der macht ganz schön Schaden. Oh. Und heilt sich selber auch. Ja, die kriegst jetzt den Stock. So. Dann ist noch ein Schütze. Boah. Das war fast senkrechter Schuss. Komm, noch ein Stück schneller. Ja, ich töte dich doch gleich. Nur Geduld. Stirb. Da ist noch einer, das ist eine ganze Horde. So, und da hinten ist noch einer irgendwo. Huch. Ich glaube, ihn nicht getroffen. Überhaupt keinen Treffer? Okay, ich habe noch keine Leiste von ihm gekriegt. Noch wer? Da ist noch jemand. Ach da, morgen! Ich glaube, jemand kriegt es jetzt an. So, jetzt ruhen Karton hier. Kerzenschein erstmal wieder an, damit wir alle was sehen. Zack. Problem ist, jetzt bin ich garantiert gleich voll, weil mit den ganzen schweren Rüstungen, die wir haben, werde ich nicht weit kommen. Wow. Echt viel, was ihr mit bei euch tragt. Echt krass. So, jetzt wie bin ich hierher gekommen? Ich bin irgendwie runtergesprungen. Den hatte ich hier was runtergelockt, ich erinnere mich wieder. Ja, ne, also diese Schwerrüstung. Toll. Was die bringt, aber. Was sie halt dafür auch wiegt, ne? So, also ich sage euch, was passiert. Ich werde es gleich übervoll sein damit. Ja. Deswegen lege ich jetzt noch gleich was zurück und. Ja. Guck da mal, was ich verkaufen kann. Dann machen wir hier gleich weiter. So, zurück vom Verkaufen. Wir sind wieder da, wo wir aufgehört haben. Und Mann, habe ich festgestellt, ist das Ding hier verbrochen. Man läuft ja fast 10 Minuten nur durch die Gegend, um hierher zu kommen, innerhalb der Höhle. Also ich rede auch mit Schnellreise. Das ist schon krass. Hatte ich den schon? Nee. So, zack.
Sein Bogen weit weggeschmissen. So, das brauchen wir, das, diesen und jenen. Perfekt. So, hier sind noch Pilze. Ich hoffe, dass wir nicht allzu schnell wieder weg müssen, weil, wie gesagt, der Laufweg ist krass. Okay, Chaos. Ich würde normalerweise sagen, wenn jemand das sieht, rufen, aber das dürfte wohl schwer möglich sein. Also könnt ihr durchaus machen, ne? So ist ja nicht, aber ich glaube nicht, dass ich den Vorteil, den ich mir davon erhoffe, dann auch bekomme. Oder ihr könnt sehr laut rufen, ist auch eine Variante. Okay, genug geblödelt. Da steht schon einer. So wie das ganze Ding hier aussieht. So, das heißt ja, wenn man den eine Zeit lang anguckt, Hawkeye, offenbaren sich pro Sekunde irgendwie alle 125 HP. Okay, das geht aber nicht. Das Ausdauer geht sonst hier total weg. Krass. Wir bleiben erstmal ganz clever im Schleichmodus. Soll das Pochen bedeuten, dass wir die Schwachstelle gesehen haben, oder? Da latscht einer, ne? Gott. Was macht der denn? Okay. Ich hoffe, dass meinen Bogen durch Ladung verliere, deswegen. Komm mal mit, Kumpel. Ist der Bogen wieder voll? Sehr gut. So, jetzt können wir reden. Reden bedeutet kämpfen. Tüdüdüm, Drachengedolch. Huch! Ach, das war Distanz, okay. Warte, abgesehen, ich wollte ja gar nicht runterfallen. Das war einfach sehen. Machen wir uns auch noch einen Kerzenschein wieder an. Bösartiges Gift. So. Ja, von Gewicht und Gegnermenge her sehe ich uns schon wieder laufen, durch die Gegend laufen. Ist das ein Gegner? Ja, ein Hintergesprung oder so? Sieht jemand jemanden? Ich nicht. Keine Ahnung. Da hinten? Nee. Echt? Kommt schon, nee. Na, Größe ist das aber kein Fall mehr. Ich glaube, das soll das sehr hilfreich machen, aber durch den Nebel und den grünen Ding erkennt man einfach nichts. Deswegen versuchen wir uns jetzt einfach anzuschleichen. Ich denke, es sind genug tot, dass wir einen Nahkampf problemlos riskieren können. Ist ein Chaos, eine Spinne? Eine Chaos-Spinne? Ein Chaos-Crawler, okay. Ja, komm. Geschenkt. Bam, es werde Licht. So. Detonate Lock, ja gut. So. Bringt viel Geld, ist also im Prinzip schön.
So. Ins Wasser gucke ich jetzt nicht rein, ob da was ist. Wird kann nicht so viel krasses sein. Puh. Ja, bringt schön Geld, aber das Inventar, ne? Wenn ein Gegner schon, wie viel ist das? Eine Summe irgendwie so 50 oder so hat. Kannst du 10 ausnehmen, dann bist du wieder am Schleppen, ne? So, und die meisten. Ich jetzt mal den Winkelgucker, stand hier. Ist der hier gestorben? Ja, scheint so. Wir ziehen das jetzt trotzdem so weit durch, wie wir können. Vielleicht ist er hinter der nächsten Tür irgendwann Schluss. Ah, eine Truhe. Brauche ich nicht. Huch. Ja, das Wahnsinnserz. Was man mit dem machen kann, weiß ich auch noch nicht. Das ist eine sehr, sehr große Höhle. Ohne Kerzenschein sieht man mehr im Prinzip auf die Länge dann. Hier werden nämlich auch die Nebelschwaden sozusagen erhellt. Was dann instant die Sicht wiederum verschlechtert, aber das ist jetzt ein Kompromiss, den wir machen müssen, damit wir ein bisschen was im Let's Play zumindest sehen. Steht denn einer? Könnte ein Kopf sein. Könnte aber auch einfach nur ein Stein sein. Also ein Stück Fels aus der Wand oder so. So. Zack, zack. Zack. Na komm, komm. Brav. Bisher hat uns noch keiner angegriffen. Alles, was wir jetzt mitschleppen, sparen wir uns beim nächsten Gang. Wie, keiner von denen ist echt mehr? Okay. Alles klar, wenn ihr es sagt. Muss ich euch das ja glauben. Ja, auch immer die kleinen Eier mitnehmen. Wie sind eure Alchemiefähigkeit? Wird es euch danken? Und ihr müsst bedenken, Alchemie-Zutaten sind halb endlich im Spiel drin. Warum halb endlich? Naja, sie spawnen nicht nach. Zumindest hätte ich es jetzt noch nicht gemerkt. Nach so viel Zeit sollte es wohl langsam mal passieren, wenn es soweit wäre oder wenn es möglich wäre. Und ja, man könnte halt aber, deswegen nur halb unendlich, bei Händlern, die kriegen Restock, da kann man was kaufen, aber das ist nicht viel. Also Alchemie würde ich euch nicht raten, zurückzusetzen, weil dann müsst ihr lange, lange sammeln wieder. Ist nicht unmöglich, aber schwer. Natürlich können jetzt augmentieren, ja, Gegner sind auch endlich, aber glaubt mir, es gibt mehr Gegner als Zutaten. Also wahrscheinlich reicht es, um Spawn zu leveln, so ist ja nicht, aber wenn ihr das Leben euch nicht schwer machen wollt. Hey, hat's gerade amnesiert, da ging's nicht. Was muss ich zielen? Okay. So, sieht wieder sehr nach Twema aus. Gott. Ist hier jemand? Da geht's tief runter. Wenn wir da runterfallen, Leute, ist es wahrscheinlich erstmal vorbei. Ich sollte also versuchen, bemüht zu sein, ordentlich zu laufen. Wenn dann sterben direkt, weiß ich nicht, aber da hochkommen ist dann bestimmt eine Kunst. Kann ich nur mal gucken. Ich will nur ganz ordentlich gucken. Ich traue mich nicht viel weiter zu gehen. Wenn ich mich verschätze, ist vorbei, ne? Boah, die Höhle, die hört anscheinend nicht auf. Oh, hatte ich die übersehen? Ja, aber auch so richtig gut. Da ist ein Ausgang! Da ist ein Ausgang! Vielleicht kommen wir sinnvoll raus, dann ist natürlich die Frage, was ist da unten? Ich sag's nur die, ich sehe jetzt keinen Weg, wie wir da wieder hochkommen, also ich will da eigentlich nicht runterspringen, wenn ich es vermeiden kann. Tollwaldshöhle? Sind wir da einfach im Kreis gelaufen? Ja, wir haben Tollwaldshöhle gestartet. Jetzt bin ich gespannt, das will ich
will ich gerne abschließen heute. So, da waren wir noch nicht. Gucken wir kurz auf die Karte, wo ist er da? Komm hier wieder da raus. Oh Gott sei Dank, wir haben eine Abkürzung. Geheimgang, aha, dann kommen wir hier wieder raus. Ja, dann bleibt trotzdem die Frage, was ist da unten? Sagt die Karte denn irgendwie, ist auf Teufelshöhle abgeschlossen? Boah. Ja, steht immer mal wieder da. Okay, die Höhle ist abgeschlossen. Gut. Ja, perfekt. Dann machen wir uns jetzt hier schnell raus. Und dann war es das auch für heute. So, zack. So, das ist ein guter Moment, um Schluss zu machen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Nächstes Mal machen wir hier direkt weiter und hoffe, es war wie immer interessant. Ich sage, macht's nicht gut, macht's zum Besser, bis zum nächsten Mal und mögen euch die Gaming-Götter hold sein. Tschüss!